von Bochum. Dies ist ihr landschaftlich schönstes Gebiet. Bis in die Jetztzeit hinein hat es seinen ländlichen Charakter bewahrt. Viele Menschen finden hier und an den Ufern der Ruhr über das Wochenende und bei ausgedehnten Spaziergängen Ruhe und Erholung. Keine Industrie, abgesehen von kleineren Zechen, ist hier sesshaft geworden. Die wachsende Stadt aber und die Anlage der Ruhr-Universität in der benachbarten Gemeinde Bochum-Querenburg bringen heute jedoch eine zunehmende Bebauung der Gemarkung mit sich. Vor allem führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft siedeln sich hier in Einfamilienhäusern an. Kinder dieser zugezogenen Familien bilden in den unteren Jahrgängen einen Großteil der Gesamtbelegung. Die ansässige Bevölkerung zeichnet sich noch heute wesensmäßig aus durch bewussten Hang zur unbedingten Selbstständigkeit und Freiheit und durch Festhalten an der Tradition. Weiter ist der Stiepeler gastfreundlich und unbedingt zuverlässig. Diese Wesenszüge werden aus der geschichtlichen Vergangenheit Stiepels verstanden. Bis zum Anbruch des 19. Jahrhunderts besaß Stiepel seine Freiherrlichkeit mit eigener Gerichtsbarkeit. Noch heute heißt es im Volksmund das Königreich. Hier sehen wir einen Blick auf die Stiepeler Dorfkirche, die vor fast 1000 Jahren von der Gräfin Imma im schönen Ruhrtal errichtet wurde. Dies ist unsere Schule, das wenig gegliederte dreiklassige System an der Brockhauser Straße. Dicht daneben liegt der alte Schulzenhof der Freiherrlichkeit Stiepels. Viele unserer Kinder kommen noch aus Bauernhöfen zur Schule. Hier kommt Friedrich Wilhelm Mondstadt mit seinem Pferd und reitet an seinen Feldern vorbei. Viele Kinder kommen auch mit Fahrrädern von weit her gelegenen Wohnungen. Während der Unterrichtszeit weidet das Pferd auf der benachbarten Wiese unter den Obstbäumen. Und wartet, bis Friedrich Wilhelm es wieder für den Heimweg abholt. Vor dem Unterricht werden die Kinder begrüßt und versammeln sich vor dem großen Schultor zum gemeinsamen Morgengruß. Das Kollegium wartet auf der Schultreppe, die Schulglocke wird geläutet. Zum Kollegium gehören die junge Lehrerin Fräulein Kruppe, der junge Kollege Herr Geister und die Schulleiterin Frau Zöger. Klassenweise betreten die Kinder nun das Schulhaus. Zuerst die Oberklasse, 5. bis 8. Jahrgang, die Mittelstufe, 3. und 4. Jahrgang, zuletzt die Kleinen, der 1. und 2. Jahrgang. Der 1. und 2. Jahrgang wird von der Lehrerin Fräulein Kruppe geleitet, die Mittelstufe von Herrn Geister und die Oberklasse von Frau Zöger. Die Tür wird geschlossen. Der Unterricht beginnt. Auf dem Schulgrundstück wurde im September 1964 ein Erweiterungsbau eingeweiht.
weil die alte Schule die Menge der Kinder nicht mehr fassen konnte. Hier ein Blick in die Klasse der Mittelstufe. Sie ist gerade mit einer Stillarbeit beschäftigt. Und antworten hier auf Fragen nach der Legende vom Reis, eine Sage aus der Menam-Ebene. Dies ist die Klasse der Kleinen. Es werden gerade die letzten Bilder fertiggestellt, die der beste Maler der Klasse zu unserer selbst erdachten Geschichte Die Abenteuer des Eagle Mac gemalt hat. Das Bilderbuch ist ein Geschenk des ersten und zweiten Schuljahres an gleichaltrige Kinder in Thailand. In den verschiedenen Unterrichtsfächern wurde über die Landschaft Thailands gesprochen. Hier haben Kinder eine Landkarte hergestellt. Sammelmappen wurden angelegt, in denen Berichte, Zeitungsaufschnitte, Aufsätze und Zeichnungen gesammelt wurden. Thailand liegt in Südostasien auf der hinterindischen Halbinsel. Die darum gelegenen Staaten sind Burma, Laos und Kambodscha. Hier sehen Sie ein Sampan aus Thailand. Er wird als Wohn- und Handelsschiff gebraucht. Mit einem Stab wird das Boot vorwärts bewegt. Ein anderer Sampan, der im Werkunterricht erstellt wurde. In der Mädchenschaft führten wir Batikarbeiten durch. Eine Kunst, die in Südostasien weit verbreitet ist. Hier wird ein neuer Bogen dem Schnellhefter zugefügt. Die Kinder freuen sich sehr über diese Tätigkeit. Norbert Demel, ein Schüler des 5. Jahrgangs, zeigt seine Sammelmappe mit seinen bunt gemalten Arbeiten und Aufsätzen. Ein Schüler der 8. Klasse gibt auch eine Übersicht. Wir verglichen Deutschland mit Thailand und stellten ein Schaubild dar. Auf einem Quadratmeter kommen in Thailand 49 Menschen und in Deutschland 217. Thailand ist doppelt so groß wie die Bundesrepublik und die Fläche beträgt 500.000 Quadratkilometer. Aus Zeitschriften und Illustrierten wurden Berichte und Bilder gesammelt, die dann zu Serien zusammengestellt wurden, die wir das Volksleben, die geschichtliche Vergangenheit, die schöne Königin Sirikit, das kulturelle Leben Thailands und die neuen technischen Einrichtungen des Landes nannten. Ein Blick auf die Höhenburg Blankenstein, die der Schule und Stiepel gegenüberliegt. Zu ihren Füßen liegen Fachwerkhäuser und alte Kotten, die noch von Obstgärten und Obstbäumen umgeben werden. Ein Blick von der Burg hinunter auf die kleine idyllische Stadt, den Burgberg hinunter, und nun schwenkt die Kamera ins Ruhrtal ein, an deren Ufer noch heute Schafe und Kühe weiden. Ein malerisches Bild in einer wachsenden industriellen Großstadt.
Weizenfelder ziehen sich an den Bergen empor und wiegen sich im Sommerwind. Hier ein Blick auf die Henrichshütte, deren Schornsteine und Türme herübergrüßen. Die Henrichshütte gibt vielen Vätern unserer Kinder Arbeit und Brot. Sie ist ein großes industrielles Unternehmen, das, um Land zu gewinnen, den Ruhrlauf verlegen musste. Gehen wir nun von dem schönen Stiepel, von dem schönen Schulbezirk in die Großstadt Bochum hinein, in das Zentrum von Bochum. Bochum hatte im Jahre 1860 rund 9000 Einwohner. Hier mittendrin die Bundesbahn. 1875, durch die industrielle Entwicklung, hatte Bochum 28.368 Einwohner. Heute, 1965, bereits 367.424 Einwohner. Hier mitten im Zentrum. Riesenverkehr, Zebrastreifen für Fußgänger zur Sicherheit. Eine Haltestelle für die Fahrgäste der Straßenbahn. Das Rathaus. Das Hauptpostgebäude, mitten im Zentrum ein Marktplatz, wo die Frauen mittwochs und samstags ihre Einkäufe machen können. Hier ein kleiner Platz, wo die Bergmannskapelle ein Konzert gibt. Das Hauptverwaltungsgebäude von BV Aral, eine Treibstoffgesellschaft. Der Stadtpark, eine wunderschöne Parkanlage, die von der Bochumer Bevölkerung zu Spaziergängen und zur Erholung sehr viel benutzt wird. Hier eine moderne Zeche in Bochum-Grumme gelegen. Der Kokskuchen wird aus dem Ofen geschoben, wie wir es hier sehen, und durch Wasser wird der Koks gelöscht.
1841-42 wurde in Norden Bochums schon der erste senkrechte Schacht abgeteuft. Ein Gesamtblick auf die Kokereianlage. Nicht weit von der Zeche hat man eine moderne, neue Siedlung angelegt. Ein Überblick über Bochum. Dann schwenken wir über auf den Bochumer Verein. Die Gussstahlfabrik Bochumer Verein wurde im Jahr 1842 gegründet. 1842 hatte der kleine Bochumer Verein das kleine Werk 50 bis 60 Arbeiter, heute rund 20.000 Arbeiter und Angestellte. Hier stehen wir auf einem Hochofen auf der Gicht und sehen, wie der Hochofen mit Erz, Koks und Zuschlägen beschickt wird. Hier der Hochofenabstich. 1851 hatte der Gründer des Bochumer Vereins Jakob Meyer den Stahlformguss entwickelt, wodurch er Gussstahlglocken gießen konnte. Im Hammerwerk hier werden Radreifen, Achsen, hier Achsen gehämmert für die Eisenbahnwagen, Straßenbahnwagen und andere Gefährte. Hier im Walzwerk werden die Radscheiben gedreht, zusammengesetzt zum Radsatz, wie er hier nun weiter transportiert wird, fertiggestellt. Ein Blick über das Zentrum Bochum, unten der Hauptbahnhof. Ein reger Verkehr auf den Straßen wie auf den Eisenbahnschienen. In 1955 bekam der Gründer des Bochumer Vereins
auf der Pariser Weltausstellung die große goldene Ehrenmedaille. Heute liefert der Bochumer Verein in die ganze Welt seine Gusstahlglocken. Und zum Abschluss noch einen Blick auf verschiedene Glockentürme.